Nachdem wir uns im letzten Video zur Kurvendiskussion mit dem Bestimmen von Extrempunkten befasst haben, schauen wir uns heute an, wie man Wendepunkte bestimmen kann. Also los geht's! Wie gewohnt schauen wir uns erst einmal an, was genau Wendepunkte sind und wie man diese erkennen kann. Dazu hier ein Beispiel. Wendepunkte beschreiben den Punkt, an dem der Graph seine stärkste Zunahme oder seine stärkste Abnahme hat. Also in anderen Worten, dort, wo der Graph am steilsten nach oben bzw. unten geht. In diesem Graphen hier liegt der Wendepunkt ungefähr hier. Um den genauen Punkt zu berechnen, muss man sich erst einmal überlegen, was ein Wendepunkt bedeutet. Dort ist, wie bereits gesagt, die Steigung am größten. Und da die Ableitung einer Funktion immer die Steigung angibt, müsste ein Wendepunkt in der ersten Ableitung ein Hoch- oder Tiefpunkt sein. Und das Verfahren zum Bestimmen eines Hoch- bzw. Tiefpunkts kennen wir ja schon. Wir setzen nämlich einfach die erste Ableitung gleich 0. Doch da sich der Extrempunkt schon in der ersten Ableitung befindet, müssen wir also die zweite Ableitung der Ausgangsfunktion gleich 0 setzen, um Wendepunkte herauszubekommen. Wie auch beim Bestimmen von Extrempunkten muss man bei Wendepunkten verschiedene Schritte anwenden. Dies wird auch notwendige und hinreichende Bedingung genannt. Schritt 1 ist die notwendige Bedingung. Diese Bedingung sagt, dass man zuerst die zweite Ableitung der Funktion gleich 0 setzen muss. Das heißt, f' von x ist gleich 0. Als Ergebnis dieser Gleichung erhalten wir mögliche Wendestellen. Diese Wendestellen können wir mit xw bezeichnen. Als nächstes kommt die hinreichende Bedingung, in der wir prüfen, von wo nach wo die Wendestelle geht. Entweder von einer Linkskurve zu einer Rechtskurve oder von einer Rechtskurve zu einer Linkskurve. Hierzu muss f2' von xw gleich 0 sein und f3' von xw muss immer ungleich 0 sein. Das heißt also für dich, wir setzen den x-Wert für die mögliche Wendestelle in die dritte Ableitung ein. Wenn das Ergebnis kleiner als 0 ist, dann liegt eine Links-Rechts-Wendestelle vor. Wenn das Ergebnis jedoch größer als 0 ist, dann liegt eine Rechts-Links-Wendestelle vor. Das kannst du dir vielleicht so merken. An zweiter Stelle im Wort kleiner steht ein L. Also liegt eine Links-Rechts-Wendestelle vor. Größer hat an zweiter Stelle ein R, also liegt eine Rechts-Links-Wendestelle vor. Vielleicht hilft dir diese kleine Eselsbrücke weiter. Am Schluss musst du nur noch den y-Wert der Wendestelle berechnen, indem du den xw-Wert in die Ausgangsfunktion f von x einsetzt. Gut, genug Theorie, gönnen wir uns jetzt ein Beispiel. Wir möchten die Funktion f von x ist gleich 1/3 x hoch 3 plus 2 x hoch 2 plus 3x auf Wendestellen untersuchen. Zuerst bilden wir die erste und zweite Ableitung und setzen die zweite Ableitung gleich 0. Nun steht dort also, 0 ist gleich 6x plus 4. Nach x aufgelöst, bekommen wir als mögliche Wendestelle, xw ist gleich minus 2/3. Als nächstes bilden wir die dritte Ableitung und setzen die Wendestelle ein. Da die dritte Ableitung f3' von x gleich 6 lautet, und in der Funktion kein x vorkommt, müssen wir hier nichts mehr berechnen. 6 ist größer als 0, also liegt eine Rechts-Links-Wendestelle vor. Und der letzte Rechenschritt, den darfst du nicht vergessen. Zum Abschluss einfach noch den x-Wert minus 2/3 in die Ursprungsfunktion einsetzen und für f von minus 2/3 gleich minus 98 durch 81 beziehungsweise ungefähr minus 1,21 herausbekommen. Wir haben also herausgefunden, dass die Funktion f von x an dem Punkt minus 2/3 und minus 98 81
eine Rechts-Links-Wendestelle besitzt. So, das war jetzt das ganze Geheimnis hinter den Wendepunkten. Unser Video zu den Extrempunkten findest du hier links oder natürlich in unserer Playlist. Also, abonnieren und Video an Freunde teilen lohnt sich auf jeden Fall. Und bis bald, mach's gut, ciao.